Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal Mama Kühlich und herzlich willkommen zu einem Drogerie-Haul, sage ich jetzt. Also es ist jetzt nicht speziell DM, denn ich war auch beim Rossmann diese Woche einkaufen oder diesen Monat einkaufen, denn da war so einiges im Angebot oder so ein bisschen was im Angebot, wo ich relativ viel gespart habe, weil ich auch Coupons in der App aktiviert habe, ja, also immer mal wieder in die App reingucken. Nichtsdestotrotz war ich beim DM, nicht nur um die Payback-Punkte abzustauben, denn auch da gab es im Januar, da war ich nämlich noch einkaufen, Prozente, die ich abgreifen wollte. Richtig. Genau, ich war also im Januar noch, und zwar am 30. Januar, habe ich es doch noch geschafft, abends um 19.20 Uhr zum DM zu fahren, um da einzukaufen. Habe auch einiges gekauft. Den Rossmann hatte ich, wann hatte ich den erledigt? Mittags? Weiß ich nicht mehr wann, auf jeden Fall vorher. Aber ich fange mit dem DM an und ja, was diesmal alles mit durfte, sage ich euch. Preise versuche ich einzublenden, und zwar da oder da. Ich muss das Handy mal auf laut durchstellen, denn in der Kindergartengruppe geht gerade die Luzi ab. Moment. So. Das haben wir erledigt. Eltern. Ich bin auch Eltern. Ich mag sie. Es durfte mit einem Doppelpaket, das ist nur noch eins, weil eins ist schon in Anwendung, feuchtes Toilettenpapier ausnahmsweise. Es wird gerade benötigt. Entsorgung folgt nicht über die Kloschüssel, sondern in den Mülleimer. Aber wird gerade benötigt, deswegen musste eins mit. So, stellvertretend zum Karton, den ich noch im Flur stehen habe, mit 8 Stück drin, habe ich hier zweimal Haferdrink, also insgesamt habe ich 10 Stück Haferdrink oder 10 Pakete Haferdrink gekauft. Ihr wisst mittlerweile, die Annalena darf vormittags keine Milchprodukte zu sich nehmen, und seit geraumer Zeit, ich glaube ein halbes Jahr jetzt, isst sie ihr Cornflakes morgens mit dem Haferdrink. Und das hat sie super angenommen, ist damit auch sehr zufrieden, es schmeckt ihr. Und sie freut sich dennoch nachmittags, dass sie ihren Kakao, den sie eventuell trinkt, mit normaler Milch trinken darf. Mitgebracht habe ich auch neue, was ist das? Gefrierbeutel. Genau, 3 Liter mit Zipverschluss liebe ich ja. Also die normalen Beutel mit diesen Clips mag ich absolut nicht. Habe ich mich letztens verkauft, habe ich mich sehr geärgert. Jetzt habe ich aber auch wieder die 1-Liter-Beutel mit dem Zipverschluss. Also 3 und 1-Liter-Beutel. Habe ich gekauft. So, dann habe ich hier von Denkmit die Anti-Kalk-Tabs. Ich muss das auch schon aufmachen, weil ich es brauchte. Ich muss auch jetzt gucken, dass ich irgendwie die Waschmaschine mal entkalke. Ich werde nachher mal den Reiniger durchlaufen lassen und dann mal gucken, wie ich sie entkalkt kriege, denn sie heizt aktuell wieder nicht auf. Ich weiß es nicht. Da muss ich mal gucken, ob es auf Kalk liegt, obwohl ich ja die Dinger immer da reinmache, oder ob einfach die Heizspirale kaputt ist. Das müssen wir jetzt mal gucken, dass wir es rausfinden können. Und ich merke gerade, ich sitze auf meinen Füßen, meine Beine schlafen ein. Dann machen wir ein bisschen schneller, damit ich 40-Jährige auch wieder aufstehen kann. Ich muss euch mal ein Video reinschneiden, wie ich denn vom Boden wieder aufstehe. Naja, auf jeden Fall habe ich schon angebrochen, habe ich benötigt. Deswegen habe ich mir jetzt auch neu gekauft. Mitgekommen sind auch diesmal wieder die Einmalhandtücher. Die nutze ich ja nach dem Abschminken, um mich abzutrocknen, weil ich es einfach hygienischer finde. Meine Haut ist ja sehr empfindlich und ich bin eigentlich in den letzten Monaten sehr zufrieden, dass da nicht unreinheitenmäßig extreme Ausbrüche waren. Es gibt immer Ausnahmen, vor allem bei mir im Monatswechsel. Da wäre Periodenzeit, da schlage ich ein bisschen aus, aber es ist so viel besser geworden. Und dazu tragen diese Tücher, glaube ich, auch ein bisschen bei, weil es einfach extrem hygienischer ist, so ein Einmalhandtuch zu benutzen, wie ein Handtuch, das vielleicht schon 2 Leute vorher am Gesicht hatten oder nach dem Zähneputzen den Mund abgewischt. Ja, ich könnte auch jeden Tag ein neues Handtuch nehmen, aber da finde ich die, jetzt mal ganz im Ernst, praktischer, jeden Tag ein neues Handtuch zu nehmen und dann diese regelmäßig oder ganz oft waschen zu müssen. Jetzt, ne? Der Umwelt und dem Geld zuliebe, ich glaube, das ist günstiger. Und wenn ihr der Umwelt nicht schaden möchtet, ihr könnt diese Tücher, wenn ihr einen Kamin habt, zum Beispiel auch im Kamin verbrennen. Habt da keinen Müll produziert. Neue Backpapierzuschnitte durften mit, denn die, die ich habe, sind bald leer. Deswegen schon mal, nächste Woche muss ich wieder backen, Backpapier. So, wie immer kam mit 2x die Müllbeutel, 50 Liter mit Tragegriff. Dann kam diesen Monat auch wieder mit die Microsilver SOS Creme.
hilft mir und meinem Mann, vor allem jetzt im Winter, wir haben beide extremst juckende Schienbeine. Aber auch nach der Rasur im Sommer ist die wirklich, ich kann sie euch empfehlen. Die kostet zwar ein bisschen mehr, aber sie hilft wirklich. Ne? So, da der Niklas sich ja beschwert hat, dass er trotz des Pantene Pro V Shampoos, was mir ja hilft bei meiner juckenden Kopfhaut, habe ich ihm jetzt mal von Salt House, Totes Meer, so ein Anti-Juckreiz-Shampoo geholt. pH hautneutral, 0% Farbstoffe, Silikone, Paraffine und Mikroplastik für juckende und empfindliche Kopfhaut. Probieren wir mal aus. Er geht heute Abend duschen, wir nutzen es mal und ich versuche daran zu denken, euch Rückmeldung zu geben, wie das denn so hilft. So, ich mag sie, die Kinder hassen sie nach wie vor. Deswegen durfte sie nochmal mit. Die Colgate 6 bis 12 Jahre. Die Zahnpasta, die ist den Kindern ein bisschen zu scharf. Sie lassen die Prozedur jetzt über sich ergehen. Ich muss denen ja die Zähne putzen, das schaffen die zwei ja motorisch nicht. Ich finde sie gut. Ja. Und es ist auch, die färbt sich ja blau. Die ist anfangs weiß und hat so blaue Krümelchen drin. Und umso mehr und stärker man putzt, oder umso länger man putzt, umso blauer wird sie. Und das ist, finde ich auch immer sehr interessant, bei wem ist sie denn jetzt blauer geworden? Genau, zweimal durfte sie mit. Dann habe ich auch wieder mitgebracht, WC Frisch Blau Aktiv. Die WC-Einhänger mit Blütenfrische. Mag ich ja nach wie vor, WC Frisch, mein Favorite. Es kam auch nochmal mit einmal ein Zitronensaft von DM Bio. 100% Direktsaft, nutze ich ja, um Zitronenkuchen und im Anschluss auch die Glasur zu machen. Schmeckt richtig lecker, richtig zitronig, richtig frisch. Es kam auch nochmal mit einer Handwaschseife, Himbeer und Magnolie, das sind die Nachfüller. Wir haben ja genug Seifenspender in der Küche und in den zwei Bädern. Da war das jetzt leer. Der Mann hatte noch irgendwo Restseife gefunden. Ich habe es aber schon eingekauft. Aber genau, kam neue mit. So, dann ist das Körbchen leer vom DM. Da habe ich aber noch natürlich Toilettenpapier, wieder die 20 Rollen A220 Blatt und zweimal wieder, ich glaube, letzten Monat habe ich es auch zweimal gekauft, aber die sind noch wirklich leer und ich war schon in Versuchung, so ein Paket aufzumachen, ich habe mich aber zusammengerissen, zweimal, ich habe zu sehr reingesucht, die Küchenrolle vom DM. Genau, dann ist der DM durch. Hier ist der Kassenbon, das sage ich euch gleich, was ich bezahlt habe. Ich habe auf jeden Fall gut Payback-Punkte abgestaubt. Dann war ich ja, wie ich gesagt habe, auch beim Rossmann. Was ist das? Das ist, das war Kick. Da musste ich auch noch schnell hin. Musste ich dieses um 21 Uhr abends, Mama, ich brauche für morgen ein rotes T-Shirt, habe ich ihr gekauft. Hat sie zum Auftritt gestern Abend, der übrigens sehr schön war, hat sie es getragen. Die Sonne kommt gerade durch und blendet mich vom Haus gegenüber. Das ist schön. Ja, jetzt blendet sie mich. Die blendet gegenüber in das Fenster eines der Feuerwehrwache. Okay, machen wir weiter. Es kam nochmal mit hier so ein Cholesterinsenker. Damit fütter ich meinen Mann aktuell. Der kriegt 3 Kapseln und die sind nicht klein. Der sagt, boah, danach habe ich keinen Hunger mehr. Die sind so, ob es wirklich hilft und ich versuche auch ihn ernährungstechnisch oder uns ernährungstechnisch ein bisschen fettfreier oder mageres Fleisch zu ernähren. Ob es funktioniert, wissen wir bei der nächsten Blutkontrolle. Auch da versuche ich mich daran zu erinnern, euch am Laufenden zu halten. So, es gab ja wie gesagt Angebote beim Rossmann. Oh, die Sonne wieder weg. Vor allem was Lenor und Pantene Pro V angeht. Bei Lenor war der Fall, kaufe für mindestens 10 Euro einen Lenor-Artikel und bekomme 3 Euro Rabatt. Ja, natürlich, jetzt machen wir Kügelchen da am Start. Ich habe 3 gekauft. Eins ist aber schon in Anwendung. Natürlich, das Lenor-Wäscheparfum Aprilfrisch. Ich mag sehr gerne riechen. Deswegen kaufe ich das auch immer wieder. Genauso wie den Weichspüler von Aprilfrisch Lenor. Liebe ich ja auch nach wie vor. Waren die großen Dinger für 2,99 €, glaube ich, im Angebot. Habe ich 3 Stück mitgenommen. Hier 2 und 3. Ich denke, damit komme ich jetzt ein paar Mal waschen hin. So, dann war noch Pantene Pro V im Angebot. Die großen Flaschen, das sind 0,5 Liter
für grandiose 4,99 €. Ich weiß gerade nicht, was sie normal kosten, auf jeden Fall sehr viel mehr. Kam deswegen dreimal mit. Ich hoffe, dass wir dann auch noch über den, ein bisschen was in den März reinkommen, dass ich im März ein bisschen was einsparen kann. Eine kleine Shampoo-Dose haben wir noch und jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr. Richtig, dreimal Pantene Provi. Hilft mir bei meiner juckenden Kopfhaut sehr gut. Wie gesagt, beim Kind probieren wir das tote Meer. Ja, aber da würde ich sagen, sind wir durch, ne? Und ich weiß, ich habe noch Drogeriebudget übrig, weil ich wirklich beim Rossmann zum Beispiel 9,64 € gespart habe und beim DM habe ich gespart 2,15 €. Also ich habe 11 € in meinem Haul gespart quasi, kann man so sagen. So, beim DM habe ich unterm Strich bezahlt 53,95 €, ursprünglich wären es gewesen 56,10 €. Da hat halt dieser 20% auf Ernährungsprodukte-Coupon hat gegriffen. Eigentlich hatte ich aber noch einen 10% Geburtstagsgutschein, ob der abgelaufen war, ich weiß es nicht. Und Payback-Punkte 426. Beim Rossmann habe ich bezahlt unterm Strich 32,76 € und ursprünglich wären es gewesen 42,40 €. Genau, das hat sich doch gelohnt, würde ich sagen. Preise habe ich euch hoffentlich eingeblendet und ich spüre meine Füße nicht mehr. Ich mache auch jeden Monat den gleichen Fehler. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren mit meinem Drogerie-Haul diesen Monat für Februar 2024 und ich wünsche euch einen schönen Monat. Wir sehen uns im nächsten Monat wieder für den Drogerie-Haul. Macht es gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.